Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft World die Galaxy Resurrection. So. Ich möchte heute mal ganz besonders die Musik auslassen. Ich möchte gerne mit euch was besprechen. Ja, ich habe mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht nach der letzten Folge. Und naja, ich bin zum Entschluss gekommen. Ich würde gerne das Projekt abbrechen, einfach. Es sind mir zu viele Fehler im Spiel. Ich meine, dass ich mal hier so ein paar Quests nicht so recht abgeschlossen werden, ist kein Thema. Da kann ich schon mal wegsehen, das war was nervig oder so. Aber dass die ganzen Loot-Tables, sag ich jetzt mal, die Loot-Items, die wir bekommen sollten, dass die nicht richtig funktionieren, das bringt mich im Dezent zum Kotzen. Also. Ja. Und naja, ich meine, wir haben es in diesem Pack schon weit gebracht. Wir haben hier Botania viel gekriegt. Wir haben so einen dicken Reaktor gebaut. Project E ist immer weit. Wir haben eine Erzverfünffachung gebaut, aber es backt mir einfach an zu vielen Ecken zu sehr rum. Besonders hier, wo ich jetzt noch die Infinity Ingots. Moment hier. Die Infinity Ingots wollte ich ja mal machen. Und naja. Hier die Crystal Cluster habe ich mal versucht. Ich habe es im Singleplayer getestet. Meine Befürchtung ist wahr geworden. Es wird nichts gedroppt. Es in den Spoon spawnt auch kein Loot. Also da sollten manchmal so Life- und Soul-Shots bekommen, aber es passiert nichts. Und dementsprechend habe ich auch die Befürchtung, das hat mit dem Pink Slime Crystal auch nicht so wirklich funktioniert. Hat sich auch bestätigt. Man bekommt keine Pink Slime Balls von den Slimes. Und naja, Cosmic Meatballs war ich ja schon dran. Hier im Moment haben wir tierische Probleme. Fisch würden wir ohne Probleme bekommen. Mutton haben wir. Meat Ingots würden wir, glaube ich, auch bekommen. Bloß War Impact. Ich war letztens eine Stunde im Nether. Mit diesem Schwert, mit Looting 3. Hab die ganze Zeit diese scheiß Viecher diese scheiß Imps abgeschlachtet und kein einziges Fleisch bekommen. Und jeder, der schon mal mit Natura gearbeitet hat, der weiß. Normalerweise kommt hier die Scheiße nur so viel rein, wie man. Das ist unglaublich. Ja, also ich hoffe, ihr könnt mir dementsprechend auch so ein bisschen Nachsicht zeigen, weil, naja, einzig, was ich jetzt gerne heute mal machen möchte, ich würde gerne mal wenigstens über einen anderen Weg die Infinity Ingots bekommen. Ich würde mal gerne schauen, wie viel das. Oh, einiges an Neutronium. Weil. Ich würde gern einmal die Rüstung haben und das gibt ja so gesehen zwei Wege in diesem Pack. Und zwar, wenn wir mal hier schauen, mit dem kleinen Star Omega, kann man sich das Tome of Knowledge machen. Und mit kleinen Star Omega können wir machen, das haben wir. So viel MC haben wir. Ich habe jetzt auch eben mal die ganzen Nether Stars und ein paar Emeralds reingerotzt. Tome of Knowledge war das. Das würde ich jetzt gerne mal machen. Oh, es fehlt ein Buch. So. Und wenn das, was das macht, wenn ich das richtig verstehe, wenn wir das jetzt lernen. Jetzt haben wir hier alles freigeschaltet, was geht. Wir haben jetzt alle Transportationen frei. Ich könnte jetzt einmal hier so ein Imbue Tool machen. So. Was ist das eigentlich? Ah, okay. Einfach so ein Tool, das so One-Hit-mäßig alles abbaut, oder? Ja. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, gerne hier die Infinity-Blöcke mal holen. Wo ich auch hier sagen muss, der Wert, der eingestellt ist, ist meiner Meinung nach viel zu niedrig. Den habe ich nicht eingestellt. Holen hier einmal alles an Neutronium raus. Und dann setzen wir uns. Können wir? Nein. Wir bekommen ein Achievement. Ist. Bin ehrlich, das freut mich gerade nicht so wirklich.
So. Sword of Cosmos, da brauchen wir noch ein. Machen wir mal was. Wow. Oh, okay. Also ein Katalyst ist bei 40 Millionen, aber so ein Block bei 10 Millionen. Alles klar. Also Modpack-Entwickler erstaunen euch immer wieder aufs Neue. Was war das jetzt noch? Noch ein Chris. Crystal Matrix, in Gott. Machen wir mal gerade so. Das Sword of Cosmos würde ich gerne mal bauen. Das ist so. Was war das noch? Vier Barren. Und dann so anordnen, ne? Ja. Sword of the Cosmos. Das ist das OPste im ganzen Pack. Die Rüstung wollte ich gerne mal machen. Dann nehmen wir nochmal, hier sind die Emeralds drin. Einmal zum Auffüllen hier vom EMC. So, davon braucht man zwei Stück. Ach, jetzt ist das wieder weg. Infinity. Okay, dann so, so und so. Vier waren das, oder? Ne, fünf. Und dann. Okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade richtig. Ich bezweifle es gerade. Na. Ah, ne. So. Ja, so. 1, 2, 3. Den Infinity Helmet. Die Breastplate. Oh, die braucht einen Crystal Mat eine Crystal Matrix. Können wir das mal herstellen. Ja. Vergesse ich andauernd. Infinity. Die Armor machen wir jetzt noch mal ganz kurz. Und da wir heute ja schon so, jetzt haben wir am Cheaten sind, werden wir gleich einmal ganz kurz ins End cheaten oder gehen. Cheaten müssen wir ja da nicht. Wie war das jetzt? So. Oh, das ist schwierig, so im Kopf zu behalten jetzt in der Aufnahme. Okay, das jetzt gespiegelt. So. Und dann so und hier die Barren. Haben wir die Breastplate. Da brauchen wir noch 1, 2. Tun wir die mal zurück. 2. Boah. Ja, das hätte ich liebend gerne selbst gekrampft. Also wirklich auch mit dem Material. Ja, das war jetzt gerade super. Und dann so. Und dann war es mal hier. Und hier? Nein, wo war's? Ah, eins höher. Die Infinity Pants. Und die Infinity Boots. Okay, das ist dann einfach so ein L und hier so ein L. Und dann die Neutronium-Barren da rum. So, damit haben wir ein komplettes Set von der Infinity Armor. Meiner Meinung nach echt die geilste überhaupt. Warum? Naja, wir könnten jetzt so gesehen in den Faustkampf mit dem. Wow.
einen Faustkampf mit dem Chaos Dragon machen, also dem Chaos Guardian. Ja. Was kann man noch großartig machen? Wir haben ja jetzt noch so ein paar Sachen hier. Machen wir. Was machen wir? Schauen wir ganz kurz so rein. Schwert haben wir. Ja, einen Bogen können wir mal machen. Da brauchen wir auch mal eine Crystal Matrix. Wolle können wir hier rausnehmen. So, das war dann jetzt mein Ich. So, und. Boah, meine Maus verzieht gerade so komisch. War das so? Nein. Okay. So, Longbow of the Heaven. Brauchen wir jetzt noch. Nee, der braucht jetzt noch Pfeile. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, ich schrotze jetzt einfach mal das Zeug hier rein. Was ich jetzt ganz gerne mal machen würde. Ich würde jetzt gerne mal mit euch ins End gehen. Jetzt habe ich das eben weggetan. Das Coole ist, bei dieser Rüstung. Wie soll ich das erklären? Wir sind immun gegen jeglichen Schaden. Aber, jetzt kommt's. Sollten wir von etwas Schaden bekommen, werden wir sofort geheilt. So, einmal ins End. Hier, ich zeige mal ganz kurz das Schwert. Das wird so gesehen quasi Slash Kill auf die Mobs aus, also. Ja, und was ich jetzt mal ganz kurz mache ist, wie war das jetzt? Slash TP 0 0 1000. Ja, das muss ich noch ganz kurz regenerieren. Und dann müssten wir eigentlich bei einer. Ne, das war bei 10.000, oder? Jetzt müsste hier generell gleich der Chaos Guardian auftauchen. Wenn es sie alles einmal generiert hat. Na? Wie jetzt? Hier ist nichts. Haben wir das. Weißt du was? Das erlaube ich mir jetzt einmal ganz kurz. Da dieses Projekt ja quasi jetzt eh vorbei ist. Ich will nur ganz kurz mal das Draconic Info-Tablet. Wo haben wir das? Bin ich gerade blind? Draconic. Entweder bin ich gerade blind oder blöd. Nehmen wir das hier. Index, so. Chaos Island. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Moment. Selbst die Chaos-Inseln spawnen nicht. Wow, ganz großer Spot. Schaue ich mal ganz kurz im Game Mode, ob es wenigstens da die Teile gibt, die Spawn-Eier. Chaos. Sieht scheiße aus gerade, bin ich ehrlich.
Das ist traurig, das ist nur noch traurig. Slash summon Dragon. Was haben wir denn hier Feines? Guardian. Ach, ändert wegen was. Dann machen wir den einmal ganz kurz zum Wanted. So, das sollte jetzt ein ganz schönes Beispiel sein. Ja. Können wir gerne nochmal machen, auch ohne Game Mode. Also ja, das ist hart, ne? Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt mal ganz kurz in die Base zurück. Ich kann euch auch gerne mal was an meinem anderen Mob zeigen. Machen wir mal mit meinem Gaia Guardian, machen wir schon den zweiten. Brauche ich nur den Alchemical Bag nochmal, da war ja das Gelumpe drin. So. So. Gehen wir mal ganz kurz rüber zum Gaia Guardian. Dem habe ich auch noch eine Rechnung offen. Sagen wir jetzt so. So. Einmal. Ja. Lade ich auf. Ein sehr, sehr harter Boss, muss ich sagen. Na gut, dann gehen wir jetzt noch einmal richtig zurück. Dann würde ich sagen, ich werde mal schauen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob morgen überhaupt eine Folge. Ich mache das so, wenn die Folge kommt. Morgen kommt dann eine Folge Final Fantasy und eine Folge vom neuen Projekt. Und dann werde ich mir richtig den Abschluss geben. Ich werde mir morgen richtig den Abschluss geben mit einem neuen Projekt. Die Map hier werde ich auf jeden Fall mal safen, also wer weiß, wenn das Pack irgendwann nochmal besser ist. Also im Sinne von wirklich besser Tier. Okay. Ja, auf jeden Fall die Map werde ich hier nochmal safen. Und wenn das irgendwann nochmal komplett bugfrei ist, sage ich jetzt mal, werde ich hier auch komplett von vorne. Ja, nicht komplett von vorne anfangen, ich werde hier damit weitermachen. Aber vorerst würde ich sagen, hier ist Ende für mich. Und dann geht es morgen für euch weiter, für mich gleich. Ich werde jetzt gleich einmal kurz die Map saven und den S Server umstellen auf ein neues Pack. Und zwar fangen wir morgen an mit Vize Beast Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. Bis dahin, tschüss.